45 Tonnen giftige Schadstoffe in Boden und Grundwasser. So lautete die verheerende Bilanz für das Gelände des ehemaligen Potsdamer Chemiehandels. Damit ist die Baustelle am Cottbuser Stadtring eine der größten Altlastenflächen Brandenburgs. Bereits Ende der 90er Jahre hatte die Stadt Cottbus mit den Arbeiten auf dem Grundstück begonnen. Insgesamt konnten bislang fast 17 Tonnen und damit über ein Drittel der Schadstoffe aus dem Boden geborgen werden. Doch das dafür genutzte Sanierungsverfahren stellte sich in der Praxis als zu langsam heraus. Der jetzige Stand ist der, dass über die Jahre wir feststellen mussten, dass bei der Geschwindigkeit, die wir bei der Bodenluft- und Grundwassersanierung haben, wir noch 100 Jahre sanieren. Und das geht ja so nicht, weil es ein Verfahren ist, was ja irgendwann abgeschlossen werden muss. Eigentlich schon 23, das schaffen wir nicht. Wir mussten uns also damit beschäftigen, welche Sanierungstechnologie hilft uns hier schneller zu sein. Das ist jetzt passiert. Wir haben dort was entwickeln lassen von Ingenieurbüros, die so aus einem Misch von verschiedenen Brunnen etwas zusammengebaut haben, dass wir die Schadstoffe hier mehr und schneller mobilisieren können, um eben mehr Schadstoff aus dem Wasser und aus der Bodenluft zu kriegen, um eben, und jetzt sind wir bei der Zahl 2026, hier fertig zu sein. Das ist jetzt gestartet. Wir haben die Anlagentechnik, die dazu benötigt wurde, installiert. Die Anlagentechnik läuft und saniert fleißig drauf los. Und wir überwachen das auch und gucken uns an, wie sich das entwickelt, und sind guter Dinge. Die neu entwickelte Verfahrenskombination soll nun schneller und effektiver die Schadstoffe bergen und beseitigen. Dafür wurden knapp 100 Brunnen und 20 Grundwassermessstellen rund um das Gelände am Stadtring angelegt. Seit Sanierungsbeginn sind mehr als 18 Millionen Euro in das Projekt investiert worden. Bis zum geplanten Ende 2029 sollen es ca. 26 Millionen sein. 10% dieser Summe übernimmt die Stadt Cottbus, die restlichen 90% zahlt das Land Brandenburg. Die Verantwortlichen der Stadt sind zuversichtlich, die Arbeiten eher als gedacht abschließen zu können. Also bis zum Jahr 2026 werden die Maßnahmen hier laufen, und Sie haben angesprochen 29. Wir müssen ja dann auch eine gewisse Nachsorge machen, also ein Qualitätsmanagement würde man möglicherweise heute sagen, um zu schauen, ob die Erfolgskontrolle dahingehend eingetreten ist, dass die Maßnahmen hier an dem Standort dazu beigetragen haben, die planerischen Maßgaben zu untersetzen. Doch bei allen Fortschritten rund um die Hinterlassenschaften des Chemiestandorts gibt es noch einen ziemlich großen Haken. Das Grundstück verlassen zwar keine Schadstoffe mehr, aber eine sogenannte Schadstofffahne im Grundwasser breitet sich mehr und mehr in Richtung Ströbitz aus. Bereits seit 2009 besteht ein Grundwassernutzungsverbot in den betroffenen Teilen der Stadt. Diese liegen in Sandow, Ströbitz, Stadtmitte und der Spremberger Vorstadt. Derzeit prüft die Verwaltung, inwieweit das Nutzungsverbot in Altströbitz ausgeweitet werden soll. Jeder liebt Animationsfilme. Wie wäre es denn, wenn euer Kind die Stimme einer Figur in solch einem Film wäre? Für den Kinderfilm Die Bademäuse und die Goldene Spindel fanden die Tage zwei Castings statt. Hinter dem Projekt steht der Autor und Erfinder der Bademäuse, Enrico Schnick. Eins der Castings war gestern in der Spreegalerie. Ein weiteres fand heute in Forst statt. Kindgerecht, modern, spannend und mit historischer Tiefe. So gehen die beiden Mäuse, Paulina und Carlo, auf eine Abenteuer-Zeitreise. Genau, wir machen heute ein Stimmcasting für Kinder zwischen 8 und 11 Jahren, weil wir für die Bademäuse, wo ein Animationsfilm entstehen soll, aus dem Buch, Stimmen brauchen für Carlo und Paulina. Geht um zwei Mäuse, die Bademäusel, vom Ort Großbademäusel auch abgeleitet, die in Forst sind und das Textilmuseum besuchen, dort die Schwarze Jule entdecken und damit eine Zeitreise machen und dann zurück ins Forst nach dem großen Brand geraten. Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren dürfen dabei für die Hauptfiguren vorsprechen. Circa 15 Minuten wurden hier für jeden eingeplant. Olivia war zum ersten Mal bei einem Casting. Beim Vorsprechen konnten wir sie ein wenig begleiten. Also ich war auch irgendwie schon ein bisschen aufgeregt. Und der Text war halt auch nicht lang. Ich konnte mir das alles relativ gut merken. Bloß durch die Aufregung habe ich das jetzt nicht so gut hingekriegt. Ich war von der Paulina die Stimme. Und Paulina hat ja so einen ganz eigenen Charakter. Sie will ja alles wissen und nimmt alles auch genau.
Bei diesem Casting konnten sich die kleinen wie die ganz großen Stars fühlen. Wir sind auf alle Fälle gespannt, ob Olivia am Ende die Stimme von Paulina sprechen darf. The more invisible they become, zu Deutsch, desto unsichtbarer werden sie. Mit diesem Stück meldet sich die Jugendtanzkompanie des Piccolo-Theaters aus einer langen Pause zurück. Es geht um den königlichen Hof in Spanien im frühen 16. Jahrhundert. Getanzt werden Szenen zu Hof, es geht um Hierarchien zwischen Adel und Untergebenen, aber auch innerhalb von Familien. Ein besonderer Moment für die Jugendtanzkompanie. Im letzten Jahr sind alle einstudierten Stücke ausgefallen. Choreografin Saida Ballesteros Pareo hat mit 8 neuen Nachwuchstänzerinnen von vorne angefangen. Wir freuen uns riesig, jetzt auf der Bühne wieder zu sein, weil tatsächlich letztes Jahr, wir hatten an einem Stück gearbeitet, Fighters, die ja gebremst worden ist durch den Corona. Dann haben wir eine Videoversion daraus gemacht, weil Tanz ja, in die Ferne zu proben ist, ist nicht so wirklich realistisch. Solosmäßig finde ich geht, aber als Gruppe nicht. Und wir hatten jetzt Phasen, die schwierig waren, aber jetzt sind wir, sage ich mal, auf dem Punkt. Die Gruppe ist komplett neu, das heißt, von den vorherigen Company gibt es keine. Und die müssen erstmal verstehen, was diese Arbeit heißt. Das heißt, es ist nicht nur, was ich lerne, sondern ich muss täglich das es vorführen und wiederholen, damit wir auf eine gewisse Qualität oder, sage ich mal, auf unser bestes Können dann in die Premiere kommen. Ne? Und wir sind auf einem guten Weg jetzt, sage ich mal. Es gibt 3 große Inspirationen für das Stück. Da wäre zum einen die Musik des US-amerikanischen Komponisten Lee Santana. Er hat Klänge aus der Renaissance mit modernen Instrumenten eingespielt. Teile davon sind auch im Stück zu hören. Die zweite Inspiration ist der spanische Maler Diego Velázquez. Er ist durch seine Porträts von königlichen Familien und Angehörigen des Hofes bekannt geworden. Seine Ästhetik soll sich auf der Bühne wiederfinden. Die dritte Inspiration kommt hingegen aus der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Jugendtheatern. Aus dem Austausch von das Projekt, Austauschprojekt, das wir dieses Jahr haben mit Italien, Spanien und wir von Deutschland, das ist Familie, beziehungsweise auch Hierarchie. Ne? Welche Rollen spielen wir heutzutage, aber welche Rollen werden wir spielen und welche Verantwortungen auch. Und damit haben wir, sind wir auf dem Thema auch König. Ne? Also diese Art hohe Hierarchiefigur, die eigentlich... ja, die man so als, da möchte ich hin, aber dann sieht man auch die ganzen Verantwortungen, die damit verbunden sind. Ne? Diese Monolog, die wir mit Lara haben zum Beispiel. Die gute und die schwierigen Zeiten. Das historische Thema wird dabei immer wieder mit zeitgenössischen Elementen verknüpft. Im Februar sind mehrere Aufführungen des Tanztheaters geplant. Alle Infos gibt es auf der Internetseite des Piccolo-Theaters. Der 15. Februar 1945. Bomben fliegen auf Cottbus. Der Krieg trifft die Stadt und die Menschen mit voller Härte. Diesen Schreckenstag erlebte auch Wolfgang Wiesner. Der damals 9-Jährige wohnte in der Bautzener Straße 28. Zum Zeitpunkt der Bombardierung sitzt er mit seiner Familie im Luftschutzbunker. Die benachbarten Häuser bekamen Volltreffer. Die Familie ist in den Trümmern gefangen. Der Vater, der beim Volkssturm in Sachsendorf eingesetzt ist, kann seine Liebsten aber am nächsten Tag befreien. Nach der Rettung zog die Familie mit den verbliebenen Sachen zunächst nach Domsdorf zu Verwandten. Von dort aus sollte es weiter nach Leipzig gehen. Von der Roten Armee gestoppt, ging es nun aber doch wieder zurück nach Cottbus. Treuer Begleiter auf der gesamten Flucht war ein hölzerner Handwagen. Und genau diesen hat Wolfgang Wiesner dem Stadtmuseum Cottbus übergeben. Für den heute 85-jährigen Weltkriegszeitzeugen hat der Wagen eine hohe emotionale Bedeutung. Erinnert mich immer
daran, an die Zeiten des unmittelbaren Bombenangriffes vor 77 Jahren, an die Flucht Tag und Nacht auf der Landstraße. Dass er uns nie ohne Panne transportmäßig geholfen hat. Und ja, das sind eigentlich die Erinnerungswerte, die mich an diesen Ausstellungsstück immer wieder neu erinnern. Und glauben Sie mir, dass man solche Erinnerung sein Leben lang nie mehr los wird. Der Handwagen ist jetzt ein zentrales Ausstellungsstück im Stadtmuseum. Er steht für die Not und das Elend Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Krieg, der von deutschem Boden ausging und 1945 auch direkt in Cottbus einkehrte. Für den Museumsleiter Steffen Christin wird dieses Kapitel nun noch greifbarer. Ich denke, dass ein Museum sehr gut daran tut, wenn es in seiner Ausstellung emotionale Ebenen anschlägt, emotionale Seiten aufzieht, weil wir über diese Emotionen, die wir versuchen anzusprechen, natürlich dann das Nachdenken befördern wollen. Das Nachdenken über die Vergangenheit. Und wenn wir über die Vergangenheit nachdenken, dann, glaube ich, gehen wir auch wacher durch die Zukunft oder in die Zukunft und schauen auch kritischer in der Gegenwart uns um. Und insofern sind wir sehr dankbar, dass wir diesen Wagen jetzt in der Ausstellung haben. Objekte wie dieser Handwagen haben eine hohe Strahlkraft. In naher Zukunft werden die letzten Zeitzeugen gehen. Dann braucht es solche Objekte und die Geschichten dahinter. Wolfgang Wiesners ist eine davon. Wir haben die schweren Zeiten miterlebt und haben uns ein Leben lang geschworen. Wir haben mir gesagt, lieber Trockenbrot essen, als sowas nochmal mitzulegen. Jeder Tropfen zählt. Nicht erst seit Corona kann eine Blutspende im besten Fall sogar Leben retten. Doch die Pandemiesituation hat sich natürlich auch auf das Blutspenden ausgewirkt. Wie genau, erklärt Kerstin Schweiger vom Blutspendedienst Nordost. Ja, die Corona-Zeit war von Beginn an, wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, eine große Herausforderung, auch für die Blutspende. Gerade zu Beginn sind uns sehr viele Terminorte, gerade Schulen, Alteneinrichtungen, Kitas, weggebrochen, weil dort einfach die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln nicht einzuhalten waren. Trotzdem war es möglich, gerade an den festen Blutspendestandorten im Land Brandenburg, wie also hier in Cottbus, aber auch in Potsdam, genügend Termine anbieten zu können, damit eben über diesen gesamten Zeitraum auch gerade für die, die Blutspenden dringend brauchten, immer Blut vorhanden war. Anlässlich seines Geburtstags spendet auch der Sänger und Songwriter Alexander Knappe sein Blut. Eine Geburtstagstradition, die er schon seit Jahren beibehält, um kranken Menschen zu helfen, die auf Blutspenden angewiesen sind. Ja, und so mache ich das jedes Jahr einmal. Spende ich einen halben Liter Blut, Knappe Blut. Und mit einem Pix kann man tatsächlich relativ viele Leben retten. Und wenn einem das bewusst ist, tut das am Ende auch nicht mehr weh, sondern kommst du her, man wird hier gut verpflegt, kriegt hier Brötchen, Kaffee, Essen. Also die kümmern sich hier um einen. Die Zukunft ist ungewiss und Versorgungsengpässe können durch Corona und andere Krisen schnell entstehen. Aktuell ist zwar die Versorgungssituation in Cottbus einigermaßen stabil, trotzdem ist es wichtig, dass sich kontinuierlich viele Spenderinnen und Spender engagieren. Jeder Tropfen zählt bei einer Blutspende, denn mit einer Blutspende kann bis zu 3 Patienten geholfen werden. Das heißt, wenn ein Spender einen halben Liter Blut spendet, wird dieses Blut aufgeteilt und wir gewinnen daraus 3 lebensrettende Präparate. Also jeder und jede, die eine Blutspende leisten, sind ganz, ganz wichtig für die Patientenversorgung hier in der Region. Und natürlich freuen wir uns, wenn Alexander Knappe kommt, der ja auch Botschafter unserer Stammzellspenderdatei ist und sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht. Aber man muss auch wirklich sagen, die kontinuierlichen Spenden über das gesamte Jahr, die helfen mit, dass es eben lückenlos möglich ist, die Patienten hier in der Region mit lebensrettenden Blutpräparaten zu versorgen.
Alexander Knappe hat es vorgemacht und wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid, könnt ihr euch in einer der vielen Blutspendeeinrichtungen ganz einfach online anmelden oder direkt vor Ort mit einem gültigen Ausweis einen Termin ausmachen. Florian Pelz hatte es mit gerade einmal 22 Jahren schon zum Filialleiter eines Supermarktes geschafft. So wirklich glücklich wurde er damit jedoch nicht. Etwas Neues sollte her. Etwas im Büro, feste Arbeitszeiten, gut bezahlt darf es natürlich auch sein. Auf seiner Suche ist er auf die Tarsis GmbH gestoßen. Ein Bildungsträger, der umschult, weiterbildet und vermittelt. Dort hat er sich die bestmögliche Unterstützung auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung versprochen. Bekommen hat er aber viel mehr. Also als erstes bin ich ins Bewerbungscoaching gekommen und dort wurde ich dann gefragt, was ich denn als nächstes machen möchte. So, ob ich vielleicht in dem Bereich Einzelhandel bleiben will oder in einen anderen Bereich mich einarbeiten möchte. Und eigentlich wollte ich IT-Systemadministrator werden. Und die Szenerie war da sehr spannend für mich, weil auf einmal griff der Jobcoach zum Telefon und rief die Chefin an. So, ich habe hier jemanden gefunden. Und ich saß da auf dem Stuhl und wusste nicht, wie mir geschieht. Ja, und dann, einen Monat später, saß ich dann hier auf dem Stuhl. Ja, und dann sind einige Aufgaben mehr noch dazu gekommen. Das ist jetzt knapp ein halbes Jahr her. Chefin Sieglind-Megler freut sich, Florian Pelz im Team zu haben. Seit mehr als 10 Jahren ist sie Berufscoach. Die Tarsis ist noch relativ frisch in Cottbus. Trotzdem kenne sie schon einige berufliche Erfolgsgeschichten wie die von Florian. Bei jedem beruflichen Einzelcoaching wird eine Potenzialanalyse erstellt. Mit den Interessen und Stärken wird dann der Job gesucht. Wir schneiden individuelle Bildungsangebote auf den jeweiligen Interessenten zu, der zu uns kommt und sagt, ich brauche das, das und das. Das passt jetzt aber nicht in dem Angebot, was Sie uns gerade anbieten, sondern ich würde gern von dem Modul und von dem Modul etwas haben. Aber es gibt auch Teilnehmer, die sagen, ich weiß genau, was ich machen will, aber mir fehlen die Kontakte. Wir haben ein breites Netzwerk an Firmen, die mit uns kooperieren. Die kontaktieren wir und fragen, ob die Möglichkeit besteht, ein berufliches Orientierungspraktikum durchzuführen. Am besten stehen die Chancen derzeit im IT-Bereich, in der Lagerlogistik und in Pflegeberufen. Für alle bietet die Tarsis auch entsprechende Qualifizierungen an, das auch digital. Das virtuelle Angebot wird immer weiter ausgebaut. Davon profitiert derzeit auch Justin Kessler. Der 23-Jährige hat im Februar seine Ausbildung zum Industrieelektriker abgeschlossen, will aber was Neues ausprobieren. Ich habe recht schnell festgestellt, dass das nicht meinen Vorstellungen für meine Zukunft entspricht und dass ich eigentlich jetzt, solange ich jung bin, noch auf der Suche bin nach dem richtigen Traumberuf, wie man so möchte. Okay, na, erstmal bin ich natürlich komplett mit keinen richtigen Vorstellungen hergekommen, nur dass ich halt einen Beruf finden möchte. Und zusammen mit dem Coach wird dann halt recht schnell geguckt, dass man einen Interessentest macht, wo man dann natürlich angibt, was man so für Interessen hat, privat und auch was die Arbeit angeht. Und genau, da wird dann recht schnell ein Bild erstellt, was so für Berufe auf einen zutreffen könnten. Und genau, da haben wir dann recht schnell auch eine Branche quasi gefunden für mich. Das Kreativhandwerk versuchen wir gerade den Traumberuf zu finden, irgendwie in dem Bereich, genau. Wenn Justin die gleichen Erfahrungen wie Florian macht, sollte das schon klappen. Das fand ich dann auch so schön, dass man wirklich sieht, gut, wo sind dann die Aufgabengebiete, was müsste man dann auch wirklich machen? Dann weiß man auch eher schon, worauf man sich einlassen muss und ob das wirklich was ist, was man gerne machen würde oder wo man dann doch eher sagt, nee, das ist gar nicht meins. Genau, dann hat man so einen super Überblick eigentlich und hat auch gleich so eine Fahrtrichtung, wo man weiß, ich muss mich nicht in so viele unterschiedliche Richtungen entscheiden, sondern habe wirklich so eins, wo man sich komplett darauf konzentrieren kann und sagen kann, gut, wenn ich den Weg fahre, komme ich zu dem Ziel, wo ich hin möchte. Wer eine neue Herausforderung sucht, wer sich neben der Arbeit weiterbilden will oder wer einfach mal testen will, was einem eigentlich so liegt, kann gerne vorbeischauen. Die Tarsis findet man am Breitscheidplatz 1. Infos gibt's auch im Internet.
Welche Menschen sind gerade auf der Flucht und wie viele werden erwartet? Wir haben am Wochenende erlebt, dass Menschen hier in Cottbus angekommen sind. Das sind vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern, die durch die Ukraine gereist sind und die an der polnisch-ukrainischen Grenze lange Zeit warten mussten. Und Menschen sind hier angekommen, weil sie entweder alleine bis Cottbus durchgefahren sind oder weil es Cottbusser gab, die an die Grenze gefahren sind und ihre Autoplätze zur Verfügung gestellt haben und sie hierher geholt haben. Da haben wir keine konkrete Übersicht, weil, wie gesagt, tatsächlich Menschen auch alleine hergekommen sind, wenn sie schon Kontakte hier in der Stadt hatten, Freunde, Bekannte, die hier leben, die hier studieren. Und deswegen haben wir darüber keine konkrete Übersicht. Wir sind mit ganz vielen Menschen hier in der Stadt im Kontakt, die sich sehr bemühen, aus unterschiedlichen Motivationen heraus, an unterschiedlichen Stellen, die entweder alleine dorthin fahren oder eben auch versuchen, sich untereinander zu vernetzen. Und von daher hören wir an verschiedenen Stellen, dass Menschen angekommen sind, aber eine verlässliche Zahl haben wir nicht. Wir haben auch Menschen, die auf dem Weg waren hierher, schon auch teilweise weitergeleitet nach Eisenhüttenstadt ins Erstaufnahmelager. Je nachdem, ob die sozusagen einfach mit ihrem Touristenvisum für ein paar Wochen hier bleiben konnten, dann können sie auch einfach herkommen. Oder ob eben die Frage stand, ob sie länger bleiben wollen, dann haben wir sie auch direkt schon nach Eisenhüttenstadt weitergeleitet. Von daher können wir die Zahlen nicht einschätzen. Wir erleben aber, dass Menschen da sind und dass sie auch uns und andere kontaktieren und Hilfe suchen. Welche Unterstützung bietet die Caritas den geflüchteten Menschen? Also im Moment sind wir sehr bemüht, uns mit anderen zu vernetzen, sowohl hier vor Ort als auch bundesweit. Zum Beispiel auch mit der Caritas International haben wir gerade gesprochen. Wir versuchen gerade herauszubekommen, was die Menschen, die auf dem Weg sind hierher oder sich auch im Grenzgebiet noch aufhalten, was die benötigen an Unterstützung. Denn es gibt einen sehr großen Wunsch der Cottbuser Bevölkerung, auch darüber hinaus zu helfen. Wir werden angerufen und werden gefragt und wir versuchen das als hier vor Ort zu koordinieren, aber auch mit Partnern zusammen zu koordinieren. Und wenn Menschen hier bei uns ankommen, dann schauen wir eben, in welcher Situation sind sie, wollen sie hier bleiben, wollen sie woanders hin, welche Hilfen brauchen sie jetzt ganz aktuell, haben sie ein Bett für die Nacht oder nicht. Das sind so die allerersten Fragen im Moment. Suchen wir wirklich noch und gucken, welche Bedarfe da sind, um dann auch konkret zu sagen, was für Unterstützungen möglich sind. Wie können die Cottbusserinnen und Cottbusser helfen? Also wir haben schon einige Sachspenden bekommen, da sind wir auch sehr dankbar für. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen Babynahrung, Hygieneartikel, Damenhygiene, aber auch für Kinder, Zahnpasta, Zahnbürsten. Nicht in großen Mengen, ein klein wenig würde aber sicherlich helfen. Und ansonsten prüfen wir gerade, was noch gebraucht wird und würden dann auch über Ihr Medium und andere, wenn wir das wissen, dann auch nochmal aufrufen zu spenden. Was man jetzt ganz konkret aber schon machen kann, man kann mal nach rechts und links schauen, wie es den Nachbarn auch geht. Es gibt in unserer Stadt viele Menschen, die auch aus der Ukraine kommen oder aus dem Baltikum kommen. Die Menschen haben teilweise Sorgen und Angst, genau wie Cottbuser Bürger auch. Da hilft es, glaube ich, auch, wenn man Zeit füreinander hat, wenn man fragt, wie es dem anderen geht, wenn man dem zuhört. Wie bereitet sich die Stadt Cottbus auf die Flüchtlinge vor? Zunächst sind wir tief erschüttert, was dort passiert ist, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Den verurteilen wir selbstverständlich zutiefst. Und es ist schlimm, was dort passiert. Und deswegen sind wir vorbereitet auf die Menschen, die jetzt vor diesem Krieg flüchten, je nachdem, wie weit sie gehen wollen sozusagen. Es wird viele geben, die in Polen bleiben wollen, auch in Polen schon bleiben, und es wird andere geben, die weiterkommen. Insofern ist es schwierig abzuschätzen, wie viele Menschen am Ende tatsächlich auch nach Cottbus kommen. Da sind wir auch im Kontakt mit dem Landesinnenministerium und anderen, weil ja die Flüchtenden erstmal kanalisiert werden sollen über Eisenhüttenstadt, dort das ganze Prozedere abläuft und danach verteilt wird auf die Kommunen. Wie werden die Flüchtlinge aus der Ukraine in Cottbus untergebracht? Das wird man sehen. Es sind ja, die ersten sind schon angekommen, meist über private Kontakt. Die sind abgeholt worden. Die werden dann also auch privat untergebracht. Wir haben dankenswerterweise bereits die ersten Angebote von Privatpersonen aus Cottbus, die
Menschen unterbringen würden bei sich zu Hause oder in ihren Wohnhäusern. Und wir sind unter anderem in Abstimmung, in Kontakt mit der GWC, um gegebenenfalls Wohnungen herzurichten oder bestehende Wohnungen halt zu nutzen, um Menschen unterzubringen. Das soll ja auch vernünftig, menschenwürdig und sicher alles sein. Da sind wir in Abstimmung. Wir gehen im Moment von den groben Schätzungen her aus, dass wir vielleicht so etwa 300 bis 400 Menschen in Cottbus unterbringen werden. Wie kann ich helfen? Am besten sind Geld- und Sachspenden, die die großen Hilfsorganisationen sammeln. Da kann man sich gut orientieren. Und das sind auch seriöse Anbieter, die das dann auch an die richtige Stelle bringen. Ansonsten gerne über info@cottbus.de. Die Angebote, die werden bei uns gesammelt und an die Caritas weitergeleitet, die die Hilfsangebote hier in der Lausitz koordiniert, organisiert und das dann also auch genau zu den Menschen bringt, die diese Hilfe nötig haben.